Lach- und Sachgeschichten. Heute mit der Frage, wie entsteht Leder? Und natürlich mit dem Bulligen und dem Professor. Viel Spaß! Ja, wie entsteht denn jetzt nun Leder? Ja, ich habe hier schon mal ein kleines Stückchen vorbereitet. Das kannst du dir ja mal anschauen. Ich glaube, das wächst an Bäumen, oder? Glaub auch. Oder es wird in einer Gerberei hergestellt. Aber was ist eine Gerberei? Ja, im Prinzip, also das kann man ja sagen, Leder, das sind nun mal Tierhäute. Damals im Mittelalter, wir richten uns jetzt hier nach dem Mittelalter, gab es noch kein Kunstleder. Und ja, deswegen musste man irgendwie Leder aus Tierhäuten herstellen und dafür sorgen, dass die Tierhäute nicht verrotten oder gammeln oder, schimmeln, ne? Also, ja. Wir müssen sie beständig machen. Und dazu bekommen wir auch von dem Metzger da schön als Abfallprodukt die Tierhaut zugeliefert. Diese müssen wir dann ein bisschen reinigen. Genau. Ich bin jetzt einfach erstmal ums Haus rumgeflogen. Genau. Die hängen hier im Fluss, ne? Die werden... Genau. Ein bisschen eingeweicht, um letzte Fleischreste leichter abzumachen im nächsten Schritt. Genau. Und dann, wenn die soweit fertig sind, dann kommen die hier in diese Trommel, ne? Jo, dann geht's in die Waschtrommel. Ich mach die mal auf. Wir haben hier einfach eine ganz normale Trommel dargestellt und im Prinzip funktioniert das wie eine Waschmaschine bei euch zu Hause. Hier kommt das Leder halt rein oder die Tierhäute kommen hier rein und dann braucht man auch bestimmte Zusatzstoffe. Die sind meistens pflanzlich. Hier, also, ja, was hätten wir da zum Beispiel? Rinde ist ganz gut oder Wurzeln von Kastanien oder so. Und die kommen dann halt mit da rein. Und die haben so chemische Stoffe drin, die ja quasi das Leder dann gerben. Und das Leder wird dann so verarbeitet, dass es eben beständig ist und nicht mehr verwest. Genau. Eine Mumifizierung. So ähnlich, auch ein, ne? Schönes Wort. Das Ganze funktioniert bei euch natürlich mit Strom aus der Steckdose. Im Mittelalter war das noch ein bisschen anders. Da brauchten wir eine mechanische Kraft und deswegen haben wir uns hier für das Wasserrad entschieden. Sonst wahlweise hätte auch jemand hier dran drehen können per Hand für eine gewisse Zeit oder was man auch gemacht hat, so Ochsen. Ja genau, der Bullige lässt schon Wasser rein und dann kann sich das jetzt auch... Leider kaputt gemacht. Dann kann sich das jetzt auch losdrehen. Okay. Ja, und dann? Was passiert dann, Bulliger? Wenn das Ding fertig ist? Dann wird es getrocknet. Zum Aufhängen wird es aufgehangen, zum Trocknen. Genau, man kann es dann nochmal waschen auch und dann wird es hier auf diese Ständer, es wird auch gespannt, ne? Damit das sich nicht zusammenzieht und Falten bekommt. Das ist so ein bisschen dargestellt. Oder? Ich meine, das war doch so. Hab ich auch schon mal gesehen. Ja. Ja, das gibt es in Skyrim. Also ich möchte mich da jetzt nicht drauf festnageln. Diesmal haben wir nicht ganz so viel Ahnung davon, wie Leder produziert wird. Sonst sind wir immer das wandelnde Mittelalter-Lexikon. Aber diesmal sind wir uns nicht ganz sicher. Wenn ihr natürlich besser Bescheid wisst als wir, dann schreibt es ruhig in die Kommentare und lasst es uns wissen. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, hier abseits habe ich mal dargestellt, ist, wenn man so einen Baumstamm hat und das Leder dann hier drüber scheuert, über dem Baumstamm, da werden auch die Stoffe aus der Rinde, das ist vor allem das Baumrinde, enthält diese Stoffe, rausgelöst und gelangen dann in das Leder und dadurch wird das dann halt widerstandsfähig. Oder geschmeidiger. Geschmeidig. Bulliger, wo ist denn dein Arbeitsbereich oder dein Aufenthaltsbereich? Mein Aufenthaltsbereich? Ach so, hier ist eine kleine Überdachung. Aber hier ist nichts sonderlich Großartiges. Ein Kamin zum Aufwärmen. Ach so, was wir hier auch gemacht haben. Wir haben einen Lava-Block reinplatziert. Lava-Blöcke, die kann man jetzt ja seit der neuen Version auch benutzen. Und das soll einfach nur irgendeine Glut darstellen.
Und ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das hier nicht. Wir, ja, hätten doch hier, wir hätten doch hier irgendwie noch so Stein zumindest vormachen müssen. Ja. Kamine müssen ja nicht immer brennen, ne? Es kann ja auch noch die Glut, die Asche übrig sein. Alles klar. Ja, ist nichts Besonderes hier. Was soll man da auch groß machen? Das ist ein kleiner Aufenthaltsbereich. Die Leute, die wohnen hier nicht. Oder zumindest ist das bei uns ein bisschen zu eng, um hier zu wohnen. Jo. Durchaus könnte man die hier wohnen lassen. Okay, ja, damit sind wir auch schon so gut wie fertig. Lasst doch mal bitte Feedback da, wie ihr diese Folgen findet. Das wäre zwar eine etwas kurze Folge, aber mal wieder eine standardmäßige Let's Show-Folge, so wie wir das früher immer gemacht haben. Und es werden jetzt noch einige Folgen kommen hier zu dieser Stadt, wo wir dann ein paar Gebäude zeigen. Und außerdem baue ich ja noch in der Reihe Let's Talk an dieser Burg weiter. Da könnt ihr euch auch noch auf viele spannende Sachen freuen. Ja. Und sonst, Bulliger? Ich glaube, das war's, ne? Ja. Bleibt mir nur noch übrig, auf Wiedersehen zu sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!